Herzlich willkommen zurück zu Rome 2 Total War Caesar in Gallien. Hier ist wieder Fabi. Und ich muss jetzt erstmal gucken, mein Mikrokabel schlabbert die ganze Zeit hier so komisch rum. Nicht, dass man das im Video dann hört. So ist besser. Kann ich euch behilflich sein? Ich würde gern diesen Typen da oben eigentlich ganz loswerden, aber das werde ich nicht schaffen. Ich werde ihn einfach immer Zu ein bisschen euren weiter Diensten. vergiften. Eine Ich finde Gefallen Sabotage. an Sabotage. Bestand jemals Grund zu zweifeln? Wow, sie hat jetzt Rang 9 erreicht. Boah. Von der Armee ist eigentlich nicht mehr Hier viel kann ich euch übrig. dienlich sein. Was geben wir ihr denn noch? Höhere Chancen, einem feindlichen Agenten auszuweichen, das ist doch gut. Ich erwarte eure Befehle. Ich denke aber, meine Verluste sind zu hoch, wenn ich mit Cäsar jetzt da hochgehe und den angreife. Außerdem habe ich mit denen noch keinen Krieg. Und eigentlich will ich auch noch keinen Krieg mit den Piktonen, denn die liegen ein bisschen blöd für mich momentan. Ja, die hassen mich, ist klar. Komischerweise bin ich bei den Nervier noch ziemlich beliebt. Ich muss ja jetzt gucken, die Vivisca, die mögen mich auch nicht mehr. Da bin ich jetzt auch schon bei minus 50 Agentenaktionen. Ja, was mein Agent erwischt haben. Das Handelsabkommen bringt mir jetzt auch nicht so viel. Das bleibt, wie lang bleibt denn so eine saisonale Bedingung? Ich habe keine Ahnung. Wie rüsten wir diese Armee noch auf? Das ist die Frage. Eigentlich will ich die gar nicht weiter rüsten, weil ich habe zwei Riesenarmeen hier stehen eigentlich, die sich halt nur wieder erholen müssen. Oh, die Armee kommt fast runter bis Toulouse. Das nutzen wir aus. Denn hier unten können sie sich dann erholen, meinetwegen. Ich erwarte weitere Befehle. Ja, die ist natürlich jetzt wieder im Eimer. Aber hier in Toulouse kann sich die Armee jetzt erholen und hier dann ohne Verschleiß nach Bordeaux hochmarschieren. Wir hungern nach einer Schlacht. Und außerdem kann sie sich hier noch ein bisschen hochrüsten dann, dass die auch mal noch die 20 Einheiten voll macht. So wie halt Cäsars Armee. Ja. Aber so managementtechnisch müssten wir eigentlich für die Runde durch sein. Zu euren Diensten. Kriege ich hier noch keltische Krieger? Kriege ich ja erst in der Kaserne Level 2, glaube ich. Vielleicht sollte ich mir ein paar Speerbrüder holen. Die haben auf jeden Fall eine wesentlich höhere Nahkampfabwehr als die Typen hier. Aber die sind auch sauteuer, wenn man sich mal so überlegt. Die sind schon sehr teuer. Hier steht eine plündernde Armee rum. Plündert die jetzt bei mir? Was machen die Mandubier hier? Was habe ich mit denen für Bündnisse? Ich habe mit denen gar Guter keine Freund, Bündnisse, das ist das welche eine Blöde. Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören können. Die wollen keine Bündnisse mit mir.
Handelsabkommen will ich auch nicht brechen. Die machen halt kein Bündnis mit mir. Ich habe Angst, dass die mich jetzt hier angreifen. Fuck. Ich glaube nicht, dass die mich angreifen, weil die hätten keine Chance. Dorf für Bauholz. Was passiert, wenn ich das noch weiter aufrüst, außer dass es mich Nahrung kostet? Die öffentliche Ordnung geht dann runter. Das ist auch blöd. Moment, ich könnte ja mal gucken. Kulturelle Unterschiede. Nee, das Plündern findet zum Glück in der anderen Stadt der Nervia statt. Das ist nicht bei uns. Gut. Und dadurch, dass wir hier jetzt dieses riesen Auxiliarlager gebaut haben, ist die Garnison der Stadt richtig angewachsen. Die haben auch eine riesen Garnison da oben. 15 Einheiten. Die haben aber auch eine 12 Einheiten starke Garnison. Was macht denn die hier? Was mache ich mit der? Also den stellen wir auf jeden Fall hier erstmal in den Modus rein. Wegen der Kulturkonvertierung. Was mache ich jetzt mit der hier? Ich muss die eigentlich hier oben lassen. Falls hier dann eine Rebellenarmee auftaucht, könnte ich die vergiften. Gibt es nichts weiteres? Mein Können steht. Und die kann halt eigentlich gar nichts, außer ein bisschen scouten. Und sie scoutet für mich, dass die eine bescheidene Armee haben und sich wahrscheinlich aber nicht mehr leisten können als das. Das ist der Vorteil. Ja, der Mossos ist ja soweit ausgebaut. Die haben Legionäre, freie Heerbanner. Könntest da oben mal den Schildmacher reinbauen. Oder? Nee, lass mal. Wir bauen lieber da oben das römische Dorf noch aus. Weil die Garnison ist nicht so toll. Die Garnison bringt mir mehr und außerdem bringt es mehr Geld. Auf Dauer. Was mache ich jetzt mit Cäsar? Er bleibt mal da oben. Nicht, dass die da auf dumme Ideen kommen, dumme Gedanken kommen und mich da oben angreifen. Und die Armee ist dann dafür da, um Bordeaux anzugreifen. Also nächste Runde. So, wir haben die Forschung abgeschlossen. Strategische Manöver. Okay. Unser Veteran hat seinen Rang erhöht. Der ist bei Cäsar in der Armee. Okay. Dann hatten die wieder unsere Agentin entdeckt. Unser Patrizier kriegt einen Bonus. Uburzus ist ausgebaut. Segodunum ist ausgebaut. Gunabonensis hat eine motivierte Bevölkerung. Gucken wir erstmal nach einer neuen Technologie. Mehr Wohlstand durch Landwirtschaft. Ja, Amphorenfabrik brauche ich eigentlich nicht. Was kann ich hier forschen? Kulturelle Konvertierung, mehr Zolleinkommen. Hier könnte ich mehr Barrikaden kriegen und mehr Geschossschaden.
Was ist das hier? Okay. Weniger Aktionskosten für Würdenträger. Das lohnt sich jetzt aber auch nicht wirklich für uns. Da unten wäre dann die Stadt Level 4, die römische Urbs. Hier oben. Weniger Rekrutierungskosten für alle Einheiten außer Söldner und den Übungsplatz. Das ist alles nicht so einfach. Pferde der Stufe 1. Da war fast das hier noch am coolsten. Also hier weniger Rekrutierungskosten für alle Auxiliareinheiten. Nehmen wir doch mal das. Das dauert eine Runde, kostet 1600. Wir hungern nach einer Schlacht. So, ihr garnisoniert mir hier die Stadt ganz ordentlich. Kann ich euch behilflich sein? So, die mit der Hingabe geht jetzt darunter, denn Hingabe ist gut für Brandstiftungen. Und ich will hier in Bordeaux ein bisschen Brandstiftung begehen. Zu euren Diensten. Die steht immer noch da. Die sabotiert gleich wieder. Ich will mich darum kümmern. Der kommt hier nicht mehr weg, der Kerl, weil er von mir jede Runde erfolgreich sabotiert wird. Das ist echt Wahnsinn. Das war mal eine 20 von 20 Armee. Wir haben von denen nichts übrig gelassen. Wie kann ich euch dienen? Hier haben wir auch einen Abzug. Und die besorgte Bevölkerung bringt uns natürlich auch Abzüge, das ist klar. Aber die kriegen wir in den Griff. Die Tempel werden gebaut hier in der Siedlung. Wenn die fertig sind, dann können wir das gut konvertieren. Das bringt praktisch zusätzlich minus 3 Nahrung und fängt an, sich auf die öffentliche Ordnung zu schlagen. Aber bringt Artillerie auf den Mauern. Und eine riesige Garnison eigentlich. Römisches Munizipium. 4200! Ne, da lassen wir doch nochmal die Finger davon. Cäsar hält hier oben die Stellung. Was macht jetzt unsere Armee da unten? Geh mal aus dem Gewaltmarsch. Setz dich mal in die Stadt. Und ja, wir holen uns mal noch ein paar Männer. 4 passen noch rein in die Armee. Wir holen uns noch eine Kavallerie. Das ist natürlich auch heftigst teuer. Und dann mal noch 2 Legionäre, oder? Ja, ich mach mal so. Packen wir hier noch 3 Legionäre mit rein. Dann haben wir hier 8 Legionäre in der Armee. Wird zwar nochmal richtig auf unser Geld gehen, aber ist egal, dann haben wir die Armee noch voll aufgerüstet. Die hier halten ja auch Stand, also ist auch nicht das Problem. Ich glaube, wir können schon wieder einfach in die nächste Runde gehen, weil wir haben momentan echt nicht viel zu tun. Bla 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 bla. Wo? Ach ja, ich hab's vorhin noch gesagt. Ja, unser Streiter hat einen Rang. Das können wir leider noch nicht weiter leveln. Mehr ausweichen? Nee, mehr Bewegungsreichweite für den General. Das ist noch besser.
Wir haben eigentlich ziemlich viel hier. Gut, dass da oben ist die Legio 3. Die kann... Mit der bin ich jetzt soweit fertig. Die werde ich eigentlich nicht weiter hochrüsten. Das ist die Legio 4. Die wird noch hochgerüstet. Die Legio 1 ist hochgerüstet. Die Legio 2 werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr viel dran machen. Bei der auch nicht. Das sind ja nur Armeen, die ich schon mal in weiser Voraussicht auf den gallischen Aufstand aufgestellt habe. Ich würde sagen... Oder versuchst du mal eine Brandstiftung? Tja. Agent verwundet 35%. Das wird sie nicht schaffen. Aber ich probiere es einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Wahnsinn! Die war erfolgreich. Und kriegt dann endlich mal ein Level up dadurch. Hingabe. Hat die es echt geschafft? Gut, der Schaden am Gebäude ist zwar nicht sehr groß, aber sie sind jetzt in einem negativen Nahrungswert. Das heißt, sie werden nächste Runde Verschleiß kriegen. Also, nächste Runde. Ja, die stellen sich gleich mal noch einen neuen General auf. Unterstützung für Cäsar. Mit gallischen Stammesführern anfreunden. Wo ist eine Rangerhöhung? Beim Patrizier. Autorität. Zu euren Diensten. Ja, das ist doch verrückt. Die blöden Nervier, ne? Die machen auch nichts. Die hat 82% auf den Idioten. So, sie ist jetzt Rang 7. Auf was habe ich denn die geskillt? Bislang auf... Ach, das war meine Brandstifterin. Aber nachdem die jetzt hier oben auch vergiften muss, muss ich ihr noch ein bisschen Hingabe geben. Ich habe hier weit und breit keine Armee. Nur die oben in Uburzis. Und die da runter zu holen, das lohnt sich überhaupt nicht. Denn die haben da mehr Verschleiß auf dem Weg. Aber die kriegen jetzt jede Runde mehr Einheiten, bis es eine Full-Stack-Armee ist, die Rebellen hier. Und dann könnte ich mit der Garnison hier unten Probleme kriegen. Das sind zwar 3 Legionäre, 3 Vigiles, eine Legionärskaff. Es wird eng auf jeden Fall so. In der Konstellation, das sind Blutgeschworene, oder? Ja, natürlich sind das Blutgeschworene und nicht einfache Kollenherr-Banner. Das ist zum Kotzen, echt. Wenn man nicht immerzu auf seine scheiß öffentliche Ordnung achtet, dann ist man schneller im Eimer, als man gucken kann. Du gehst weiter hier runter. Denn sie hat ja irgendwie schon 14 Hingabe. Das heißt optimal für Brandstiftungen. Und die haben jetzt hier schön Verschleiß, die Viviska, auf ihren Landarmeen. Der muss noch eine Einheit rekrutieren und dann kann er anfangen hochzumarschieren.
Wie kann ich euch dienen? So, holt ihr diese Armee der Piktonen noch? Gefallen an Sabotage. Durch meine Hand ist es geschehen. Gut. Die werden mich nächste Runde garantiert nicht angreifen. Das Dorf ist fertig. Wir haben jetzt also eine Garnison da oben drin. Die nicht mal so übel ist. Das ist ein Dorf für Gold. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall ausbauen. Das ist eins der Dörfer, das wir ausbauen sollten, auch wenn es viel kostet. Denn Gold ist eine extrem wichtige Handelsressource. So. Wir legen noch schnell eine Technologie fest. Dann erforschen wir halt mal das hier mit dem Wohlstand durch Landwirtschaft. Und zu euren Diensten. Wie kann ich euch dienlich sein? Kannst du nochmal versuchen, was zu sabotieren? Versuch nochmal den Hafen zu sabotieren. Ich finde Gefallen an Sabotage. Durch meine Hand ist es geschehen. Ich habe aber auch einen Dusel. Zu euren Diensten. Zweimal mit 51% erfolgreich gewesen. Ja, sie kriegt auch ein bisschen für Sabotage hier, dass sie mehr Schaden anrichten kann. Und ich würde sagen, ich beende den Part mal an der Stelle und wir steigen dann in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann anfangen, hier die Armee hochzuziehen und Bordeaux dann einzunehmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.